Überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden. Oh ja, das kannst du. Du hast nie ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist dir Sinn für das Schöne. Aber egal, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Du bist hier, also darfst du auch zusehen, wie ich meine wunderschönen Ultrabestien herbeirufe. Ich bitte dich, Mutter, du darfst Cosmog nicht für die Ultrabestien aufopfern. Und das sage ich nicht, weil ich egoistisch bin. Wenn du Cosmog benutzt, um eine Ultrafortin zu öffnen, wird er sterben. So. Nee, deswegen, der Canyon, ja gut, er geht eigentlich. Schließlich werde ich es gewaltsam dazu bringen, seine Kraft einzusetzen, ist mir ja egal. Wärst du nur eine richtige Tochter gewesen, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Vielleicht aber auch nicht. Nun. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Lefrancine. Ich fürchte, dass ich dich schon wieder um Hilfe bitten muss. Ich flehe dich an. Bitte, du musst Wölkchen retten. Ja. Pokémon, sind die jetzt wenigstens geheilt? Natürlich nicht. Genau. Achso, du machst eine Pause vorm Canyon, alles klar. So, warte mal. Kann ich erstmal abspeichern? Eigentlich schon böse, dass man hier nicht mehr geheilt wird, oder? Achso. Warte mal, kann ich? Das Bett ist so himmlisch weiß, dass man darin versinken könnte. Sind die Pokémon wenigstens jetzt geheilt? Natürlich nicht. Ich habe ja gespeichert. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Werden die wenigstens jetzt geheilt? Nee, ne? Ich probiere das mal. Ja, hinter dem Spiegel verbirgt sich das hier. Wo sind wir hier? Na los, kommt schon her zu mir. Ich hätte ja gern noch meine Pokémon geheilt, aber egal. Da waren Würfel in Schrägbild abgebildet. Na, was sagt ihr zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder, sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Nun. Ja, schön cool bleiben, sage ich dazu nur. Wenn ich meine wunderschönen Ultrabestien in diese für sie fremde Welt rufe, sind sie sich ja erst einmal verunsichert, verwirrt und gereizt. Aber sie in einen kleinen Kasten wie diesen hier einzusperren, wäre einfach nur grausam. Sie sollen ihre Wut freien Lauf lassen können. Ich will, dass sie sich hier in Alola nach Herzenslust austoben. Oh. Hey, The Fanzine! Ja, und Lilly. Es geht dir gut. Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an, du auch hier, lieber Tali? Ach, auch auf Bromley ist einfach kein Verlass. Ja. Ich bitte dich, du darfst keine Ultrapforte öffnen. Die Ultrapforten dürfen nicht hierher. Die Ultrapforten dürfen nicht hierher kommen. Was? Da ist keine Leiche von Cosmog drinne. Erst platzt meine Tochter rein, die mir mein Cosmog gestohlen hat. Jetzt auch noch mein Sohn, der mir mein Typ 0 geklaut hat. Ich habe euch stets nur meine Liebe gegeben. Doch ihr habt es mir mit Verrat vergolten. Ihr habt kein Recht, mich um etwas zu bitten. Was? Tochter, Sohn? Moment mal, was zum Donnerwetter geht hier eigentlich davor? Das hatte Timon gesagt. Seid ihr etwa eine Familie? Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nichts spielt jetzt noch eine Rolle.
So. Ja, jetzt fehlt der Dad. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor Lily es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen, nicht wahr? Wie viele Ultrapforten ich wohl öffnen kann, wenn ich alles aufbrauche, was in seinen kleinen, gefangenen Körper steckt? Wie viele wunderschöne Ultrabissen dann wohl kommen werden? Bitte, hör auf damit! Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Ätherparadies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es, da bin ich mir sicher. Seht her! Ich werde jetzt die Ultrapforten öffnen. Kommt zu mir, ihr wunderschönen Ultrabestien! Nun. Ja, genau, das Vieh hat gefurzt, so ist es. Aber nein, das Pokémon ist nicht tot. Also das Cosmog. Nun, was soll man dazu sagen? Die hat einen Up-Fetisch, genau. So ist es. Seht nur, es geschieht überall in Alola. Kannst du nicht mal still sein, Cosmog? Du bist wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du in einem Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert, ansonsten bist du mir völlig egal, ist das klar? Aber wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabisse in Alola tummeln. Seht nur, auf Akala, auf Pony und auf Melimeli sind auch welche. Nun. Währenddessen auf Melimeli in der Nähe des Mahalo-Bergpfades. Nanu, warum bin ich plötzlich so unruhig? Oh. Hi. Was für eine seltsame Kreatur. Als Inselkönig ist es meine Pflicht, die Einheit zu gebieten. Mit Kapuriki dazu. Ach so, das ist auch ein Schnabel? Okay. Warum ist mir das beim Let's Play von Pokémon Mond nicht aufgefallen? Kapuriki, bist du mich zu beschützen oder suchst du nur einen Sparringspartner? Wie immer, ja, wir sollten was tun, aber gucken wir uns erstmal an. Ja. Ja, alte Halle wird und so weiter, ne? Ja, hier geht's erstmal. Ja, da geht's erstmal zur Sache. Und das kann man so erstmal behaupten. Ja, da haben wir die andere Ultrabestie. Ach, meine wunderschöne Ultrabestie. Präsidentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir diese Pfeifen jetzt mit den Ultrabestien so richtig platt. Du sagst es. Romley, sei doch so gut und bringe zunächst einmal diese Kinder zum Schweigen. Ich werde die Ultrabestie aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit ihr machen. Tali, du übernimmst Romley.
Na, Francine, du stoppst die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Alola von den Ultrapesten überrannt. Also strengt euch an. Na, Francine, wir müssen Wölkchen retten. Ach, pfuh. Was seid ihr doch alle für erbärmliche Kleingeister. Wenn ihr so weitermacht, erschreckt meine wunderschönen Ultrabestien noch. Nun, ich denke, die sollten wir als erstes zum Schweigen bringen, wer Francine. Ja, genau. Agumon. Hm? Sind die Pokémon jetzt eigentlich geheilt? Wenn nicht, ist das eine kleine Frechheit. Aber du setzt Pixie ein, was sich sehr stark verstärkt, ne? Ey, weh, ihr seid jetzt nicht geheilt. Na Gott sei Dank. Okay, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Kehrtwende einsetzen. So, wir sind zum Glück schneller. Ja, ich weiß, das bringt nicht viel. Wir holen The Francine zurück und werden jetzt zu Anele wechseln. Nur, ich hatte ja nämlich gespeichert, falls das nämlich nicht der Fall ist, hätte ich nochmal geheilt. Oh oh. Ah oh. Das kann fies werden. Trugschlag. Naja gut, das zieht nicht allzu viel ab. Ich habe eine saumäßig gute Death. Das ist der Vorteil. Nun. Ach so. Ja gut, was soll man dazu noch sagen? Außer, dass ich jetzt einen wunderbaren Rambos oder Rambos verwenden werde. Ah, Mondgewalt ist ein bisschen speziell. Das tut ein bisschen mehr weh. Aber trotzdem, gute Defense-Werte hier. Und Rambos, Flieg und Sieg. Bam! Über 900 Kilogramm können nicht lügen. Das F lassen wir mal weg. Ja gut. Nein, Pixie wurde geickt, ne? Wenn wir es mal so sehen. Anele versucht Erdbeben zu erlernen. Oh, endlich. Bei Pferdestärke ist halt nicht so toll, ne? Und Erdbeben ist einfach stärker. Geil. Ja, diese Attacke vergessen. Weg damit. Ist zwar immer dann für Doppelkämpfe blöd, aber dann könnte man, ja? Könnte man. So, wir haben auf jeden Fall ein Erdbeben. Juhu! Ja, füllt noch ein paar KP auf und als nächstes Dressella. Aber was war ein Dressella nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Ich merke mir noch manche Pokémon-Namen nicht. Na, verdammt! Moment, dann müssen wir mal ein bisschen... Müssen wir nochmal mit einem Rambos agieren. Oh oh, Stachelspore. Das ist nicht gut. Okay, es greift aber an. Rambos, Flieg und Sieg. Das reicht nicht mal. Okay. Okay. Du wirst eine Pflanzenattacke anwenden, nehme ich an. Dann wechseln wir lieber schnell das Pokémon. Wir wechseln auf Nidchan, aka Fuegro. So, schnell weg hier. Datiri kannst du chainen. Ab einer 40er Chain. Oh, das zieht aber einiges ab. Oh. Also ab einer 40er Kette haben die Pokémon garantiert 4 DVs auf 31. Blättertanz, na, das tut weh. Das tut wirklich weh. Auch wenn es nicht mal sehr effektiv ist, das muss man sich mal überlegen. Nun, was soll man dazu sagen? Ja, komm, aber sagen wir es mal so, Pokémon... Oh, Drachenstoß. Okay, Drachenstoß. Ja, warte mal. Wollen wir doch mal eine Attacke hier uns angucken. Drachenstoß 175. Oh, das ist böse. 60 und 90. Wollen wir es wagen? Ich meine, das ist schon eine starke Attacke, aber nun.
Die 75er Genauigkeit, die schreckt mich immer und immer wieder ab. Der Angriff ist stärker, ja. Nee. Machen wir nicht. Nicht erlernen. Ja, komm, bei Pokémon Go, da ist es doch so, dass manche Pokémon 100 Gramm wiegen, meine ich. Also, oh, Milotic. Milotic, okay. Das hat eine gute Spätstef. Aber ich werde wie folgt vorgehen. Wir möchten ja auch noch ein bisschen das Preisgeld abstauben. Wahrscheinlich hält sie sich noch an die Ehre, dass sie das wenigstens machen muss. Ah, Milotic ist so ein tolles Pokémon. Ich mag Milotic auch. Wir nehmen erstmal den Wangenrubbler. Wir müssten schneller sein. Wir werden es erstmal paralysieren. Genau so. Okay, Bodyguard. So, das wird von einem Schleier umhüllt, das gegnerische Team. Das ist mir aber egal. Ich werde jetzt nämlich den Void Switch anwenden, also den Void Wechsel zu Deutsch. So, sieht eigentlich noch alles gut aus. Ja, tut es. Was? War ein Falltreffer. Wow. Heftig. Okay, und dann kommt noch Nearby ins Spiel. Du willst ja auch noch ein paar EP absahnen. Oder dir auch verdienen. Hydro-Pumpe. Komm, das zieht nicht allzu viel ab. Oh, du hast eine relativ gute Spitzdef, glaube ich. So, jetzt kommt der Tropenkick. Okay, wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Naja, egal. Ja, Stella ist ganz schön gemein. Vergiftete Ziele werden garantiert gequittet. Oh, ein Traunmagil. Warte, das war Geist. Wir möchten das Pokémon wechseln. Das Problem ist nur, warte mal, das ist rein Geist. Haben wir noch sonst eine... Warte, warte. Das ist rein Geist. Wir haben nur eine Unlichtattacke, oder? Haben wir wahrscheinlich, ne? Und da will ich es nicht reinwechseln. Warte mal. Wir machen das wie folgt. Ich werde erstmal hier draufbleiben. Ich werde jetzt erstmal einen Trank anwenden. Ja, Traunmagie ist eine Weiterentwicklung, das stimmt. Na, das wird nicht ausreichen. Supertränke? Ja, ich muss. Müssen wir mal so machen. So. Okay, wie viel hat das abgezogen? Ist in Ordnung. Okay, wir werden jetzt kehrtwenden. Doch, wir werden kehrtwenden. Magieflamme? Was ist Magieflamme? Nein! Oh, das hast du überlebt? Gut, dass wir physisch angreifen. Da machen wir erstmal ein bisschen Schaden drauf. Nicht sehr effektiv, aber wir holen Referenzin zurück. Drück mal beim Pokémon-Tausch R oder L. Ja, was soll dann passieren? Beim Pokémon-Tausch, was soll dann sein? So, Nichan, du kommst zurück. Wir haben das Fuegronium Z. So. Okay, der Schleier hat sich gelüftet. Die Z-Kraft. Zack. Achso, oh, das hat zuerst angegriffen, verdammt. Ja, es kommt davon, wenn man auf die Kommentare achtet, da bekommt man manchmal die Hälfte ja nicht mit. So, nimm all seine Kraft zusammen. Hyper Dark Crusher. Wir haben hier schon gute Vorarbeit geleistet. So, Traunmagie, das war's für dich. So, Nichan erreicht Level 47. Sehr gut, hat er sich auch verdient. Hm. 144er Angriff, ja. Ja, ist okay. Costoso. Ach, was war denn ein Costoso nochmal? So, welches Pokémon ist denn erstmal ganz fit, dass man sich hier einwechseln können? Dragonier.
Bei Kastorse bin ich mir gerade nicht sicher. Aber wir nehmen erstmal Dragonier. Ach, das war dieses Vieh. Alles klar. Dann habe ich erstmal eine Donnerwelle für dich. So, wir müssen hier wirklich viel mit Statusproblemen arbeiten. Bodycheck. Nun. Okay. Sollten wir das Pokémon mal auswechseln? Warte mal, es ist Kampf, ja? Es ist Kampf. Heißt also, wir tauschen das mal so ein. Na, schauen wir doch mal. Nun, nicht sehr effektiv. Ist ja eine Kampfattacke, ne? Oh, die Initiative sinkt auch nochmal. Umso besser. Ah, weißt du was? Zauberschein regelt. So, Zauberschein, Flieg und Sieg. Was? Oh, paralysiert. Kann ich angreifen. Ach, das tut mir aber leid. Not. Zauberschein, du fliegst nochmal. Was? Das ist mein Hobby, ein Pokémon in einem Spiel sein. Ach so. Ja gut, kann man mal machen, ne? Oh, Level 43. Sehr schöner Aufstieg. Klasse. Spezangriff 103. Ja, das kann sich sehen lassen auf dem Level. So, und da haben wir Samantha besiegt. Wie unverschämt du bist! 19.680 Poké-Dollar. Läuft. Wir haben schon fast halb drei. Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, ist meine wunderbare Ultra-Bestie. Dieser Riss, der sieht schon, naja, ne? Oh nein, die Ultra-Pforte... Die Ultra-Pforte schließt sich. Romley, zu mir! Wir werden die Ultra-Bestie mit dem Ultra-Ball fangen, den wir extra entwickelt haben. Jawohl. Ganz ehrlich, dieser Riss, der sieht doch schon, ne? Gut, braucht man nicht zu sagen. Mutter! Ja, läuft bei denen. Ja, ich habe wirklich 15 Uhr angefangen. Das sind schon 9 Stunden, 10, 11 Stunden. Ach du Hilfe. Ja. Wieso? Lange halt, ne? Mädchen, geht es dir gut? Böckchen? Was hast du? Man kann sagen, es hat sich weiterentwickelt. Sein Aussehen hat sich geändert. Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Das habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich hab Ultra Pforte. Ich hab das nicht gesagt. Wir sollten erstmal hier verschwinden. Hier können wir ja doch nichts tun. Das habe ich nicht gesagt. Oder Tails Gaming sagt doch immer EJ. Ich sag dann Konoha. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt, aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Cosmo rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabestien lassen.
Egal, wie sie sich verhalten hat. Sie ist und bleibt unsere Mutter. Wir könnten vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Alola auf unserer Seite hätten. Also, das alle Leute so verehren. Aber ob das überhaupt real ist? Klar ist es das. Schließlich sind die Ultra-Bestien ja auch real, oder? Also, na also. Wir werden es schon finden. Keine Sorge, wir finden das legendäre Pokémon sicher. Du hast recht. Herr Francine, Tali, ich danke euch beiden. Also, falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Nun, dann highlighte doch diese Stelle. Du kannst das doch auch machen. Prima, ich bin fix und fertig. Oder wie meinte die? Du machst mich fick und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier in Mutters Bett, so wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber das wird heute Nacht das letzte Mal sein. Nun. Ach, Gott sei Dank werden unsere Pokémon geheilt. Am nächsten Tag. Die Einblendung kennen wir ja schon zu Genüge. Ja. Gut, also gut gemacht, das Bett. Herr Francine, Lilly wartet draußen auf dich. Okay, Lilly wartet also draußen auf uns. Na gut. Also Lilly, ach wartet mal, wir können ja mal das machen, nämlich das Spiel speichern. Dann dürften wir eigentlich kurz vor Level 49 sein, wenn ich mich da nicht irre. Erstmal den Bericht aufschlagen, genau. Ja, 525 EP fehlen uns noch. Das habe ich gesagt, ja. Das habe ich gesagt. Das kam mal bei Bauer sucht Frau. Da hat irgendeine dann gesagt, du machst mich fick und fertig. Statt fix und fertig. Gut. Oho. Hübsch, hübsch. Die Sachen habe ich in Malia City gekauft. Was meinst du, stehen sie mir? Und wie? Wirklich, Le Francine? Vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Völkchen retten. Und Mutter. Ich wäre gerne wie du, Le Francine. Ich wäre gerne stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Nun, die haben wir aber schon. Wenn ich nur wüsste, wie man ein Highlight erstellt. Da gibt's da irgendwie so ein... Da gibt's da unten diese Symbole. Einstellung, Theatermodus und dann irgendwie noch was anderes. Ah, hier steckt die also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Die Mondflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schein des Mondes spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Ah, sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Ach ja, den Meisterball bekommen wir ja auch noch, stimmt. Ja, so nebenbei. Mit dem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Ich vertraue darauf, dass du Lilly unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich wohl erstmal hier fest. Nun. Der Klipperstein geht, aber nur von dem Moment. Ach so, schade.
Gut, wusste ich ja dann nicht. Wow, Lilly! Du siehst total anders aus. Bist das wirklich du? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Ha, prima, das passt ja total. Wie meinst du das? Na, weil ich auch beschlossen habe, ab sofort alles zu geben und noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir The Francine und ihr Team unter die Arme, das geht nicht. Ich muss es schaffen, meinen Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemanden ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe ja noch nicht mal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch so viel aufzuholen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten hineingezogen wurdet. Na, da sagst du was, aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer was los. Wenn das alles vorbei ist, haben wir eine tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten mich ja noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Naja, unsere Mutter hat eben ein Faible für das Extravagante. Tali, ich bin froh, dass du gekommen bist. Pfui. That's what she said. Also hier, ich bin Tali, ich bin froh, dass du gekommen bist. Lilly, 8.1.2017, ja? Das will ich jetzt auch, dass ihr das zitiert. So. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte hier bei der Anlegestelle auf euch. Yay! Also dann, The Francine, nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Yay! Läuft. Okay, hier haben wir jetzt alles ergründet, soweit. Heißt also, wir können... Ja, was können wir jetzt? Genau, nochmal vorne durchgehen. Das ist nochmal eine Sache, die wir tun können. Also wie gesagt, die Aether Foundation per se ist nicht böse, um das mal zu resümieren. Es ist die Leitung, also Samantha, die davon so besessen war. Und die dann einige mit, ja, zu sich gezogen hat. Aber das ist wieder was anderes. Siehst ja, die sind hier alle wieder ganz lieb. Die greifen ja auch nicht an und sowas. Hier haben wir noch ein Kind. So, wir gehen erstmal hier rüber. So. Ja, seht ihr, per se ist sie gut. So, was haben wir hier? Astor. Astor war auch irgendeine Person. Ja, Astor, welche Person war das jetzt nochmal? Aber die hat man im Abenteuer auch schon erlebt. Warte, Astor, das war der, der uns die Twido-Dings gegeben hat. Ja, genau. So ist es. So muss es zitiert werden, Konoha. So ist es richtig. So, dann gehen wir nochmal auf die rechte Seite. Da haben wir bestimmt auch noch was zu finden. So, einmal hier. Da haben wir auch noch einen Hypno. Genau. Na, hatte ich doch gut in Erinnerung. Yay. So, Zygarde-Würfel hat die Lebensform absorbiert. Ja. So, warte. Das stimmt. Wenn man weniger Müll produziert, hat das schon was für sich. Warte, Astor, ja, das war diese Person da halt, ne? Der das Tohaido-Pokémobil uns gegeben hat. Okay, ich denke mal, wir können jetzt hier ablegen. Und dann kommen wir auf die letzte Insel namens Pony. Aber die letzte Insel werde ich jetzt nicht mehr schaffen, ey. Das ist... ich möchte in die, ins erste UG zur Anlegestelle, genau. Habe 10 Zellen, aber kein Kern. Na sowas. Der war vorhin nicht da. Ach ja, Frachtschiffe zum Transport von Gütern. Ja, das ist auch okay. Gut. Hier unten ist soweit alles wieder in Ordnung. Also die Aether Foundation wird jetzt wieder hier
ja, in Ordnung sein. Das ist auch gut so. So, und hier müsste doch bald... Wo ist denn jetzt die Anlege... Also, Moment, ich bin auf der falschen Seite wahrscheinlich. So. Pokémon zu beschützen, ja. Ja, wie gesagt, die meisten, die wissen gar nichts davon, was hier getan wurde. Ah ja, das hatte ich schon vorgelesen. Okay. So, du hier. Ein riesiges schwebendes Jahr. Ja, genau. Wie die Ölbohrinsel meistens. Ja, obwohl, die sind ja noch tief verankert und so. So. Ja, da hast du ja schon ein bisschen was, ne? Gehen wir auf die Fenster, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Bereit? Ja, jo. Bin ich. Alles klar. Das habe ich ja schon vorgelesen. So, da geht es also nach Pony zur letzten Insel. Yay. Da findet man ja noch irgendwo die TM Donnerblitz. Endlich, aber das ist egal. So, Dorf des Seevolkes. Ist schon cool, wie die Pokémon, also wie die Häuser und Boote dann nach Pokémon gemacht sind, außer, ja, Stalos halt, ne? Aber egal. Da haben wir noch Velsa, Sagana bist, glaube ich, da hinten und Wailord. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand. Dafür ist die Natur hier umso üppiger. Und die Musik klingt ein bisschen wie bei Final Fantasy X in diesem Wald. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist es, das Podium zu bewachen, wo dem legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er ja was. Danke, Gladio. Das hilft uns weiter. Aber eins lag mir die ganze Zeit schon auf den Herzen. Ich muss das jetzt einfach loswerden. Als du damals zusammen mit Null das Aether-Paradies verlassen hast, bin ich ganz allein mit Mutter und ihrem Problem zurückgeblieben. Wenn mir Pia damals nicht zur Seite gestanden hätte. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als Null zu beschützen. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Manchmal ist es so, du willst dann irgendwie mal punktuell aufhören, aber dann kommen so viele Passagen hier. Ja, du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen, Refenzin. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon richtig darauf. Gut. Ja, haben wir ja wieder einiges geschafft. Da wären wir. Pony, ich lege dir gleich mal einen neuen Insel-Pokédex an. Bzzzt. Du bist sicher gespannt, was für neue Pokémon dich hier erwarten, Referenzin. Okay, jetzt können wir das Spiel abspeichern. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt wirklich lange genug gestreamt. Wir sind jetzt schon bei... Gott, bei einer unmenschlich langen Spielzeit. Aber ich glaube, da bin ich schneller als im Let's Play. Leute, nochmal vielen, vielen Dank. War ja auch nochmal ein richtig, richtig cooler Stream, das kann man so sagen. Ich werde jetzt auf jeden Fall beenden. Ich meine, wir haben es jetzt schon kurz nach 2:30. Wird langsam wirklich Zeit. Und dann sehen wir uns ja beim nächsten Stream wieder. Ich weiß aber nicht, wann der nächste sein wird. Ja, also zweimal knapp 12, also, boah, Hilfe. Ihr seht hier, ich muss mich gerade wieder strecken. Dann werde ich mal Pokémon Sonne beenden, gespeichert habe ich ja. Also Leute, ich habe wirklich von... Oh. Erstmal noch vielen Dank für dein Follow, den ich hier per E-Mail jetzt bekommen habe. Also, ich habe von 15 Uhr bis jetzt gestreamt. Das sind 11,5 Stunden ungefähr. Also knapp 12 Stunden, gestern 15 Stunden. Also, boah, Hilfe. Das ist heftig. Aber wie gesagt, Alarm. Da nochmal zum guten Abschluss. Genau. So.
Ja, ich weiß, da bekomme ich eine Aerodactyl. Das mache ich alles noch. Das mache ich alles noch. Aber nicht mehr jetzt im Stream, sondern weiß ich nicht, ob ich das morgen, also nee, besser gesagt heute schaffe. Ich muss auch meine Wohnung machen und alles, weil Steffi und Philipp wollen noch zu Besuch kommen. Müssen wir noch drüber reden? Naja, gucken wir mal. Okay, gut. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall den Stream beenden. Nochmal vielen, vielen Dank. Hat wirklich wieder richtig, richtig Laune gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Stream Pokémon Sonne. Und ja, gute Nacht, die wünsche ich euch auch. Ich werde jetzt erstmal erholsam schlafen, vielleicht noch ein Video gucken, damit man dabei einpennen kann. Also, ja, sag ich mal bis denne. Also, ciao.